Ich befinde mich heute vor dem Gemeindeamt in Tannheim. Und auch hier hat es bei den vergangenen Gemeinderatswahlen einen Bürgermeisterwechsel gegeben. Harald Kleiner ist der neue Bürgermeister der Gemeinde Tannheim und genau den werden wir jetzt einen Besuch abstatten. Ich bin jetzt im Büro des Bürgermeisters angekommen. Bei mir ist jetzt der Bürgermeister, der Harald Kleiner. Herr Bürgermeister, zunächst einmal herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Harald Kleiner, der neu gewählte Bürgermeister der Gemeinde Tannheim. Der Harald Kleiner ist ja kein Unbekannter. Sie sind ja schon viele, viele Jahre im Gemeinderat tätig gewesen. Ja, erst einmal grüß dich, schön, dass du da bist. Freut mich, dass du nach Tannheim gekommen bist. Ich bin jetzt seit 1998 bin im Gemeinderat und habe im Gemeinderat ja, schon meine Erfahrung. War 9 Jahre lang Vizebürgermeister in Tannheim. Aber vom Gemeinderat oder Vizebürgermeister zum Bürgermeister, das ist schon dann noch um einiges mehr und umfangreicher als wieder vor. Da kommen wir dann noch ausführlich zum Sprechen, aber generell jetzt, was hat denn Harald Kleiner bewogen, sich um das Amt des Bürgermeisters zu bewerben? Also ein Jahr vor der Wahl hätte man nie gedacht, dass ich Bürgermeister werde, weil ich der Überzeugung war, dass der Altbürgermeister, jetzt mittlerweile Markus Eberle, sicher wieder kandidiert. Aber er hat dann gesagt, dass er das nicht mehr macht. Und dann, ja, habe ich mit vielen Leuten geredet und habe das mit der Familie abgeklärt. Und dann ist der Entschluss gewachsen, ich stelle mich zur Wahl. Ihr habt ja in Tannheim praktisch 2 Listen hat's gegeben und 2 Bürgermeisterkandidaten. Wie hat sich der Wahlkampf gestaltet? Also der Wahlkampf war meiner Meinung nach sachlich und friedlich. Also es war keine Schlammschlacht und gar nichts. Das hat schon gepasst. Wie setzt sich nun der neue Gemeinderat zusammen? Also listenmäßig sind 8 Mandatare von unserer Gruppierung, Aktives Tannheim, und 5 Mandate von der zweiten Liste von Hand in Hand miteinander. Sie sind jetzt beinahe ein halbes Jahr im Amt und würden. Wie hat man sich da inzwischen eingearbeitet? Also ich persönlich oder mit dem Gemeinderat? Also ich persönlich am Anfang war es recht heftig, weil da kommt wirklich viel auf dich zu. Mittlerweile habe ich mich ein bisschen eingelebt, also es geht besser. Im Gemeinderat habe ich von Anfang an gesehen, wir sind ein Gemeinderat, wir sind nicht 2 Listen, ein Gemeinderat für Tannheim und nicht irgendwie ein Listengeplänkel oder sonst was. Also ein Gemeinderat und der arbeitet und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Also das heißt im Klartext, in der Gemeinde Tannheim wird prinzipiell auf Zusammenarbeit auf breiter Basis gemacht. Ja, absolut, weil irgendein Kleinkrieg wegen persönlichen Befindlichkeiten oder sonst was bringt niemand was und wir sind alle angetreten, dass wir was für Tannheim tun und nicht für mein eigenes Ego oder sonst was. Wenn wir noch kurz bei den Gemeinderatswahlen bleiben, wie war die Wahlbeteiligung in der Gemeinde Tannheim diesmal? Also meines Wissens nach irgendwo über 70%, ich glaube um die 72 sowas. Generell jetzt als Bürgermeister, Sie haben schon erwähnt, es kommt eine Menge Arbeit auf Sie zu, beziehungsweise ist schon im Gange. Was sind jetzt die vordringlichsten Aufgaben, einmal, was in der Gemeinde erledigt werden müssen? Zusätzlich zu den alltäglichen Aufgaben einer Gemeinde von Kanal, Wasser, Kindergarten, Wohnraum und das ganze Zeug ist bei uns jetzt hochaktuell das neue Raumordnungskonzept. Da geht es eigentlich darum, dass man die Freizeitwohnsitze und dieses Spekulantentum mit Grund und Boden irgendwie in den Griff bringt. Und das ist meiner Meinung nach jetzt etwas, was sehr wichtig ist, weil ja, manchmal hat man das Gefühl, wir werden zum Speckgürtel von München momentan. Wie wird jetzt die Gemeinde konkret vorgehen bei diesem Raumordnungskonzept neu?
Raum- und Ordnungskonzept ist ein langwieriger Vorgang mit vielen Sitzungen, vielen Besprechungen. Und irgendwann in den nächsten 1,5 Jahren sollte dann dieses Konzept dastehen, wie sich der Gemeinderat die Raumordnung von Tannheim die nächsten 10, 15 Jahre vorstellt. Wie ist denn die Gemeinde generell jetzt strukturell aufgestellt? Tourismus, Landwirtschaft, Gewerbe etc.? Ja, wir sind eine Hochtourismusgemeinde, aber wir haben da den Vorteil, es sind sehr viele landwirtschaftliche Betriebe da. Es ist auch schön, dass wieder Junge, die keine Tiere hätten, irgendwann mit 15 Schafen anfangen oder irgend so etwas. Also das ist Gute und gewerblich durch den Tourismus und durch die Arbeiten, die durch den Tourismus sind, sind wir auch gewerblich eigentlich gut aufgestellt. Das heißt im Klartext, Tourismus und Landwirtschaft finden hier einen ganz speziellen Einklang miteinander. Ja, dass es irgendwo Reibereien gibt, ist immer so. Dem Landwirt laufen zu viele Leute rum und dem Hotel stinkt der Bauer zu viel. Aber im Großen und Ganzen hat sich, glaube ich, die letzten 15 Jahre einiges in der Gesinnung geändert und man weiß, dass man sich gegenseitig braucht und aufeinander angewiesen ist. Aber auch was Gewerbebetriebe betrifft, kann die Gemeinde Tannheim einiges aufwarten. Ja, wir haben Elektriker, Zimmerer, Tischler, alles Mögliche. Also es ist eine bunte Mischung. Konkretes Konzept, was ja momentan immer wieder im Gespräch ist, das neue Gasthaus am Vilsalpsee. Wie stehen derzeit die Dinge? Wie lange dauert es noch, bis das fertig ist? Also grundsätzlich hat der Gemeinderat von Tannheim beschlossen, dass das gebaut wird und das Alte abgerissen wird. Man hat das abgetragen, weil halt es war eigentlich nicht mehr zum Renovieren. Es war einfach ein sehr altes Haus. Mittlerweile sind wir am Graben oder am Bohren von den Erdwärmesonden. Momentan ist auf dem Bausektor Firmen zum Finden, wo was machen, sehr schwierig. Der Zeitplan schiebt sich nach hinten. Also momentaner Fertigstellungstermin ist irgendwann August nächstes Jahr. Sie haben es angeschnitten, Erdwärme, also man sieht schon, auch hier wurde schon die Energiewende eingeplant, man geht da konkret neue Wege. Ja, jetzt haben Vilsalpsee das Haus, der ganze Wärmebedarf für Lokal und alles kommt mit Erdwärmesonden, also mit Erdwärme. Weil wir gerade bei der Erdwärme sind, auch in anderen Bereichen, ist die Gemeinde Tannheim Vorreiter, speziell jetzt, was die Energiewende betrifft. Also diese Nahwärme, diese Ortswärme, die gibt es ja schon seit einigen Jahren hier in der Gemeinde. Wie hat sich die bisher bewährt? Also meiner Meinung nach hat sich das sehr gut bewährt. Es gibt ja zum einen die Ortswärme Tannheim, wo das Zentrum von Tannheim versorgt. Die gibt es jetzt mittlerweile, ich glaube, fast 20 Jahre. Und zum Zweiten hat letztes Jahr die Genossenschaft in Berg eine Nahwärme-Berg-Heizwerk gebaut, was auch mit Hackschnitzel funktioniert. Und seitdem diese Hackschnitzelanlagen in Betrieb sind, ist natürlich diese schwarze Wolke, die Inversionswolke, wo früher immer war, gibt es über Tannheim nicht mehr und das ist ein Riesenvorteil. Die Hackschnitzel selbst jetzt praktisch, gewinnt man diese von den eigenen Wäldern oder muss dazu gekauft werden? Also es ist teilweise aus den eigenen Wäldern, aber bei unserer Größe, mit dieser Menge ist das nicht zu machen. Also es ist, wird zugekauft. Die Gemeinde Tannheim hat ja praktisch auch so ein Fuhrwerk, sprich so ein Rundum-Taxi. Das war ja jetzt Corona-bedingt einmal eine Zeit nicht möglich. Wird das wieder jetzt aufgenommen, oder läuft das schon wieder? Also das Talfuhrwerk ist nicht von Tannheim alleine, das ist vom ganzen Tal. Und sobald dass die Corona-Maßnahmen zugelassen haben, sind die auch wieder gefahren. Also die Leute werden durch Tannheimer Tal kutschiert. In Tannheim selbst gibt es ja noch
noch was Spezielles, und zwar, was sehr praktisch seit eh und je, was ich mich erinnern kann, der sogenannte Talfeiertag gefeiert. Der war ja jetzt auch Corona-bedingt ein bisschen, ist dieser ein bisschen in die Luft gehängt. Wie schaut es heuer aus damit? Also der Talfeiertag ist nicht seit eh und je, sondern seit 1796. Damals haben unsere Vorfahren, die Franzosen und die Bayern, übers Obrioch zurückgehalten, sagen wir so, nicht verjagen. Und wenn es coronamäßig und alles zulässt, ist, wird der heuer natürlich stattfinden wieder, wie üblich. Ein weiterer Bereich, was ja auch die Gemeinden immer wieder gefordert sind, ist einmal Wohnen und Soziales. Wie schaut es da in der Gemeinde Tannheim aus? Plant man da Wohnungen für Sozialeinrichtungen etc. künftig? Also rein Wohnen hat man ja schon seit 4-5 Jahren ein Wohngebiet ausgewiesen, wo einheimische Familien Bauplätze kaufen können und bauen. Dann haben wir im Langlar ein oder zwei Wohnhäuser, wo jetzt schon sind, und da werden noch zwei dazukommen, und da kommt auch betreutes Wohnen dazu. Also auch in dieser Richtung wird sehr viel getan, beziehungsweise ist getan worden. Was liegt dem neu gewählten Bürgermeister von Tannheim jetzt speziell besonders am Herzen? Was gibt es da Illusionen? Möchte man was Gewisses zur Umsetzung bringen? Was mir besonders am Herzen liegt, wäre, dass die Leute oder die Bevölkerung bei uns und in Tirol und in Österreich wirklich verstehen, dass sie zu der besten Zeit, am besten Ort und in der besten Gegend sind. Das wäre mir das Wichtige, weil sobald das verstehst, sind gewisse Sachen nicht mehr so vorrangig, als wir es teilweise herkommen. Auch was das Vereinswesen betrifft, wie schaut es da in der Gemeinde aus? Vereinswesen sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt. Es gibt wie überall Vereine, die sind sehr aktiv, die haben einen Zuspruch. Andere haben wieder weniger, aber ich glaube insgesamt sind wir immer bei 20 Vereinen. Eine florierende Gemeinde, das Wichtigste ist natürlich auch das liebe Geld dabei. Wie sieht es finanziell in der Gemeinde Tannheim aus? Grundsätzlich steht die Gemeinde Tannheim sehr gut da. Wir haben einen niederen Verschuldungsgrad und so. Was jetzt natürlich schon Auswirkungen hat, ist die ganze Schließung durch die Corona-Pandemien und Lockdowns. Beispiel zwischen der Unterschied von 2019 auf 2021 sind mit Kommunalsteuer, Kurtaxen, Wasser, Kanal, Mindereinnahmen von irgendwo fast 400.000 Euro. Und das in einem Jahr. Kann man die jemals aufholen? Ja, kein Lockdown mehr und weiter schauen, dass Gäste kommen. So, Herr Bürgermeister, man hat schon gesehen, also es wird nicht langweilig, es gibt eine Menge zu tun. Vielleicht noch abschließend, gibt es irgendetwas noch, was dem Bürgermeister besonders unter die Nägel brennt? Sagen wir so, was mir besonders am Herzen liegt, ist irgendwie verständlich, ich komme aus der landwirtschaftlichen Richtung, ich bin selber Bauer. Wichtig wäre mir, dass Tourismus und Landwirtschaft im Einklang sind, weil wenn das funktioniert, dann funktioniert Tannheim und nachher können wir auch was für Tannheim tun. Und wenn das nicht funktioniert, nachher leidet alles darunter. Soweit mein heutiger Gesprächspartner, der Bürgermeister der Gemeinde Tannheim, der Harald Kleiner. Herr Bürgermeister, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Wünsche natürlich der Gemeinde und vor allem Ihnen weiterhin alles Gute und Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Danke für die Glückwünsche und schön, dass Sie da gewesen sind.